Hallo Leute, ich bin's die Lu und heute habe ich mal was brandneues für euch. Es ist unglaublich, ich habe es tatsächlich mal geschafft, relativ zeitnah zu einem neuen Whisky ein Video über diesen Whisky zu machen. Ich bin sehr begeistert. Es geht um das Neueste von der Isle of Islay. Wer hätte es auch anders gedacht? Natürlich, das Peathead in mir muss unbedingt diesen Whisky probieren. Ich habe lange genug darauf gewartet. Es geht um die Ardnahoe Distillery. Die haben vor kurzem ihren allerersten Single Malt Scotch rausgebracht. Ich habe hier ein kleines Sample. Danke an der Stelle nochmal an Roy von Whisky und Genuss, der mir das Sample zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ich kann ihn jetzt hier heute für euch verkosten und ich bin sehr excited. Ich habe ihn letzte Woche zum ersten Mal probiert und fand ihn sehr gut. Die Ardnahoe Distillery ist die neueste Brennerei auf der Isle of Islay. Und zwar liegt die im Nordwesten von Islay. Ich würde es als Nordwesten bezeichnen, auf jeden Fall auf dem nördlichen Teil, und zwar genau zwischen Bonahaven und Carlisle, quasi so auf halbem Weg. Ist 2018 hat die Produktion begonnen, 2019 hat sie sich für Besucher geöffnet. Wir waren 2017 das erste Mal auf Islay, da gibt es auch irgendwo noch ein, ich blende euch mal das Video ein von unserem Roadtrip, und da sind wir einem LKW hinterhergefahren, der, glaube ich, Brennblasen oder sowas angeliefert hat. Ja, ich bin sehr emotional verbunden mit diesem Ort. Wir waren auch letztes Jahr im Mai dort, haben uns das Ganze angesehen. Und das Coole ist, die haben schon damals gemeint, ja, eigentlich wollte Hunter Lang, dem die Brennerei gehört, warten, bis er einen 10 Jahre alten Whisky hat und den als allererstes rausbringen, um gleich mit einem entsprechenden Statement aufzuwarten in der Szene. Ja, und dann haben sie ihn probiert und haben aber gemeint, oh ja, der ist gar nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. Und ich bin sehr, sehr happy, dass sie ihn jetzt schon ein bisschen eher rausgebracht haben. 2019, das heißt, er könnte maximal, jetzt muss ich rechnen, 6 Jahre alt sein? 7 Jahre? 6, 7 Jahre könnte maximal sein, den wir jetzt hier im Glas haben. Ich glaube, 7 Jahre sind es. Heavily peated Whisky, das heißt so 40 ppm haben sie, glaube ich. Und ja, die merkt man. Also das Erste, was ich in der Nase habe, ist ein sehr öliger, schwerer Rauch. Also wenn man Öl riechen kann, dann riecht es so. Wirklich. Also er hat was Süßes mit dabei, aber so einen sehr ölig-aschigen Rauch, fast so ein bisschen wie so Schiffsöl, Schweröl, irgendwie so Motoren in die Richtung, aber auf eine ganz angenehme Art und Weise. Ich weiß, jetzt denken sich viele so, wie kann das angenehm sein? Riecht an diesem Whisky, dann wisst ihr, was ich meine. Und darunter kommt so eine ganz angenehme Fruchtnote. So ein bisschen, als wäre es ein Sherry-Fass gewesen oder ein Port. Ich habe da immer so helle Früchte, so gelb-orangene Früchte, Pfirsich oder sowas in der Art im Kopf. Irgendwie sowas. Ich habe mir leider nicht so viel aufgeschrieben. Es ist auf jeden Fall Number One. Ich kann euch hier ja mal die Basisfakten zu diesem Whisky einblenden. Er riecht auf jeden Fall ziemlich geil. Was ich sehr schön an Ardnahoe fand, sie kombinieren ganz moderne Architektur mit aber sehr alten Produktionsweisen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Distillerie zu besuchen. Haben ein richtig cooles Visitor Center mit tollem Café dran und hast ein sehr, sehr modernes Gebäude, viel Glasfronten, alles sehr schick gemacht, und da drin ist aber relativ alte Technik verbaut, aber alles neu, aber trotzdem alte Methoden. Also sie haben zum Beispiel Oregon Pine Fässer für die Maische, also aus Holz, nicht aus Edelstahl.
Sie benutzen Warm-Tubs, die sind die einzigen auf Isla, die noch, also die Warm-Tubs benutzen. Das sind große Fässer, die sieht man, wenn man von außen schon an die Brennerei ranfährt. Das sind große Holzbottiche. Da ist Wasser drin und dann kommt quasi das ist der Kondensator für den Spirit. Das heißt, wenn das erste Mal und das zweite Mal destilliert wurde, läuft ein kleines Kupferrohr quasi in so einer Spirale in diesem Holzfass draußen lang. Also es geht richtig raus aus dem Gebäude und dort drin tut sich sozusagen der Vapor, der Alkoholdampf dann kondensieren und abkühlen. Das ist auch eine ganz alte Methode, das zu machen. Soll auch einen sehr robusten und so diesen schwer öligen Spirit erzeugen. Und sie haben mit die längsten Hälse an ihren Brennblasen. Die waren wirklich riesig. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Foto davon habe. Wenn ja, dann blende ich es euch ein. Die waren sehr, sehr lang. Und sie konnten mit Fug und Recht behaupten, dass sie die längsten Brennblasenhälse haben in ganz Schottland. Genau, also sind auch von der Fermentation her, haben sie, ich glaube, 60, 70 Stunden lassen sie fermentieren. Also wirklich lange, geben dem Ganzen wirklich Zeit, damit auch alles rausgeholt wird aus ihrem Getreide. Und Hunter Lang, sehr erfahrener, unabhängiger Abfüller, der auch diverse, gut bekannte Marken unter sich führt und hat jetzt seine eigene Brennerei gebaut. Und ist ein Besuch auf jeden Fall wert. Slange. Und er macht auch eine so schöne geschmackliche Reise. Am Anfang sehr leicht, sehr fruchtig, sehr dezent, ist erstmal da. Ich kann die Frucht jetzt nicht genau definieren, aber es ist auf jeden Fall wieder dieses hell, gelb, orangene etwas. Und dann geht es so ein bisschen, dann rollt er so los und rollt so in diesen Rauch hinein. Und der Rauch ist sehr, also sehr phenolig. Der erinnert mich ein bisschen an Laphroaig. Er hat nicht so dieses ganz bissige, aber so ein bisschen bissig ist er schon. Er ist nicht so sauer wie der Laphroaig-Rauch, aber so in die Richtung geht er auf jeden Fall. Er hat auch was Aschiges drin. Er hinterlässt mich mit einem sehr trockenen Gefühl im Mund. Und er rollt da so wirklich gut rein über so ein Lagerfeuerrauch. Ganz dezent, und dann nimmt die Frucht so ein bisschen ab und dann wird der Rauch so richtig bissig und kräftig hinten raus. Und dann tritt das so ein bisschen zurück. Und ich habe schon was Herbes, fast Bitteres so im Nachgeschmack. Aber irgendwie auch so ein bisschen die Frucht da oben drauf liegen. Das ist ganz interessant, was der zurücklässt. Also auf jeden Fall sehr trockenes Mundgefühl. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil der Rauch ja so ölig riecht. Und in der Nase tritt dann beim zweiten Riechen der Rauch sehr in den Hintergrund und die Früchte kommen mehr raus. Diese süße Note. Das könnte auch so ein ganz heller, leichter Honig sein. Also jetzt nicht so Linde. Linde ist ja immer relativ quietschig, eher so Robinie. Also schon ein herber Honig, aber trotzdem ein leichter Honig. So ein bisschen auch helle Trauben, so grüne Weintrauben habe ich, die noch so ein bisschen sauer sind. Der rollt da so schön rein und dann am Anfang ganz öliges Mundgefühl, die Früchte. Dann fängt es wie an zu knistern auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob ihr Kaktuseis kennt, da ist ja immer oben dieses Knisterzeugs drin. Und so fühlt sich das wirklich auf der Zunge an. Das fängt so an zu prickeln, zu knistern. Dann kommt so dieses, als würde es Funken sprühen, so ein Lagerfeuer. Dann kommt dieser Lagerfeuerrauch und dann kippt das so ab in dieses medizinisch-phenolig-rauchige. Also ich finde den mega geil. Ich freue mich sehr, dass wir uns schon dran haben teilhaben lassen und nicht gewartet haben, bis der 10 Jahre alt ist.
Ich finde ihn sehr, sehr toll. Preislich liegt er bei 80, 90 Euro, glaube ich, was schon höherpreisig ist für so einen jungen Whisky, das muss man zugeben. Ist halt immer so dieses Ding, wie wirtschaftlich muss so eine junge Brennerei sein. Da steht aber eigentlich ein relativ großer Konzern mit unabhängig abgefüllten Whiskys dahinter. Ja, der Preis drückt es so ein bisschen, finde ich. Aber wir müssen uns halt leider einfach an solche Preise gewöhnen, auch wenn wir das nicht wollen. Ja, der Preis zieht im Ganzen mindestens einen Punkt ab, das gebe ich zu. Ansonsten, Flasche finde ich sehr schönes Design, erinnert mich so ein bisschen an Torre Bake vom Style her irgendwie. Geschmacklich, boah, ist der schon eine 8 von 10 auf jeden Fall. Richtig, gefällt mir richtig gut. Jemand, der keinen Eiler-Rauch mag, kein bisschen Rauch mag, könnte nicht so euer Fall sein. Jeder, der Eiler liebt und so ein bisschen auch mit ungewöhnlicheren Rauchnoten sich anfreunden kann, probiert ihn auf jeden Fall, es lohnt sich. Und ich gebe dem Ganzen geschmacklich 8 von 10, Preis zieht einen Punkt ab, 7 von 10 Punkten overall. Und genieße jetzt meinen Rest hier und wünsche noch einen schönen Tag, morgen, Abend, wann auch immer ihr das Video guckt, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke!